Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Toto Akkad Thorsten beim Clan True Warriors. Was wollen wir heute machen? Wir wollen heute ein wenig üben. Während sich meine Clan-Kameraden nämlich auf dem CK hier rumschlagen und einen Stern nach dem anderen holen oder auch lassen, mache ich gar nichts außer meinen King zu leveln und wie ihr selber sehen könnt, 167.000 sind schon wieder in der dunklen Kasse. 3 Tage braucht er noch. Das heißt, das Lager wird ganz, ganz locker voll. Und wir wollen einfach ein bisschen was ausgeben, beziehungsweise wir wollen einfach mal ein bisschen was üben. Vielleicht können wir ja auch mal nur mit Queen teilnehmen. Ich denke, 2 Sterne könnten dabei drin sein. Aber ich muss auch üben. Ich muss vor allem den Queenwalk üben. Mit der 40er Queen habe ich das so gut wie noch gar nicht gemacht. Habe dazu einfach mal ein paar Truppen ausgebildet. Nämlich ein paar Heiler, ein paar Riesen. Da mir im Moment der King fehlt, muss ich ein bisschen was an Tanks haben. Habe 7 Valkyren, 13 Bowler und an Zaubern 2x Wut, 1x Sprung und 2x Frost, vermutlich für Infernos. Die Wut wollte ich eigentlich für die Queen nehmen und habe mir in die Klamburg legen lassen einen Riesen und einen Golem. Jeweils 2x Gift dabei. Mal gucken, wie das funktioniert. Wir suchen uns einfach mal einen adäquaten Gegner raus und dann gucken wir mal, ob wir den in irgendeiner Form schaffen können. Also er sollte schon so nicht so aussehen wie dieser hier, obwohl der hier eigentlich mal gar nicht so schlecht wäre. Denn er hat keine Adlerartillerie, ist ein RH-11er und könnte für uns ja eine Herausforderung darstellen. So muss man sagen, ein Inferno im Bau, aber das ist keine echte CK-Base. Wir müssen schon was finden, was auch mindestens 2 Infernos aktiv hat. Die brauchen auch gar nicht so hoch sein, die können so sein wie diese hier. Aber der hat auch noch was im Bau und ist auch noch nicht so hoch wie die Bases, die ich eigentlich im Clankrieg machen muss. So einer wäre da schon etwas realistischer, allerdings auch einiges im Bau. Ich suche ja eigentlich eine Base, die so ein bisschen weniger im Bau hat. Und um das Ganze so ein bisschen realistischer zu machen. Diese hier sieht ganz gut aus, da haben wir nur eine Bombe im Bau. Okay, hinten eine Kanone. Aber egal, die machen wir mal, weil das Ding hat Infernos und wir kriegen noch ein paar Ressourcen. Das ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Und hier kriegt vor allen Dingen unsere Queen sofort Beschuss. Das wollte ich eigentlich auch haben, dass ich die Queen, ja, mach du erst die Bauhütte. Das ist der böse Feind hier. Mach du erst die Bauhütte und dann muss ich die womöglich gleich schon zünden. Ich weiß nämlich noch gar nicht, wo die jetzt so mal lang gehen soll, aber die kriegt nach wie vor ein bisschen zu viel Feuer hier, finde ich. Keine Clanburg-Truppen. Das natürlich macht es natürlich auch noch mal etwas einfacher, das Ganze, dass wir hier keine Clanburg-Truppen haben und so müssen wir die jetzt doch nochmal ragen. Aber ich denke mal, wir können jetzt schon von dieser Seite mit unseren anderen Squad kommen. Wir gucken mal, wie wir hier durchkommen. Ich habe einen Magier, ich habe 7 Mauerbrecher. Die Queen hat sich hier ja schon durchgebissen und wir springen hier irgendwie so rein, würde ich sagen. Dann ziehen wir hier auch die Valkyren durch und gucken mal, wie der weitere Weg hier ist. Den friesen wir jetzt mal. Jetzt haben wir natürlich überhaupt kein Gift, Wutzauber mehr über oder ein Heilzauber. Aber wir haben immerhin schon 1 Stern und hauen den 2. Fries hier hinten mal drauf. Jetzt müssen wir die Queen leider schon zünden. Und wahrscheinlich haben wir den Inferno. Schaffen wir den Inferno noch? Ja, der Inferno ist down. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann schicken wir hier mal das Schwein noch mit rein. Und wir kriegen zumindest schon mal relativ viel Ressourcen. Mal gucken, ob wir den dunklen Bohrer hier hinten noch abgrasen können. Weil das Lager in der Mitte kriegen wir in jedem Fall. Das sieht gut aus. Meine Queen ist noch in Heilung. Also für 2 Sterne auf so eine Base jetzt okay. Wir hatten jetzt keine Clanburg-Truppen. Die hätte ich allerdings auch gegiftet. Und hier ist noch einiges im Bau. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Queen wird jetzt allerdings, stirbt noch nicht, okay. Dann kann sie noch ein bisschen durchgehen. Ja, das war ja ganz ordentlich. Dann kann die Queen jetzt nochmal hoffentlich richtig durchgeheilt werden, bevor die Kanone dort auf sie schießt.
Das wäre nämlich nicht schlecht, wenn die sich jetzt die beiden Lager hier unten schnappen würde. Die Kanone hat aber schon mal Peilung auf die Queen genommen. Und ich denke mal, die Queen wird jetzt auch gleich die Kanone noch machen müssen. Hat natürlich jetzt noch einen Heiler, der wird jetzt weggeblasen. Aber die Queen schafft auf jeden Fall die Kanone noch. Jawohl, super. Ja, gar nicht mal so schlecht. Na, noch mit dem King dabei, beziehungsweise ich wollte es ja ohne King hier machen. Sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Und jetzt wird die Queen allerdings sterben. Was haben wir an Prozenten geholt? 90%. Ich kann jetzt nur noch irgendwo giften. Die Zeit wird jetzt auslaufen, weil die beiden Heiler noch leben. Das ist, ach nee, hier lebt noch eine kleine Bogenschützin. Die könnten natürlich die Heiler jetzt noch heilen, aber machen sie nicht. Aber wir haben ganz gut was geholt, haben gute 90% geholt. Und das war jetzt erstmal so erster Übungsangriff. Den zweiten mache ich dann, wenn meine Queen wieder fit ist. Dazu habe ich diesmal etwas anders ausgebildet. Ich sehe aber gerade, ich habe hier einen Gift jetzt zu viel. Und habe mich diesmal entschieden, dass ich auch einen Queen Walk mache mit ein paar Bowlern, mit ein paar Riesen und werde vermutlich einen zweiten Hund mit in die Clanburg nehmen, plus einen Loon. Und ich würde sagen, ich baue schon mal so ein paar Truppis wieder zum Farmen nach. Und dann sehen wir uns später wieder, wenn ich den zweiten Testangriff mache. Bis später. So, liebe Clasher, jetzt haben wir endlich alles beisammen. Nach einigen kleinen Fallspenden können wir jetzt aber unseren zweiten AG machen. Wir haben alles zusammen. Ja, ihr seht, ihr müsst mir diese Spielerei hier lassen. Ich bin ja immer noch so ein bisschen am Rumprobieren und gucke, was so alles so geht und was nicht geht. Und was mich immer noch stört, ist auch immer noch meine Stimme irgendwo, aber sie ist halt so. Und manchmal bearbeite ich sie nach, aber dann wird es noch schlimmer. Und dementsprechend würde ich sagen, wir stürzen uns sofort in den nächsten Kampf. Queen ist dabei. Wir trainieren schon Truppen für einen Angriff. Ich werde heute noch mit Barfuß im CK angreifen. Das wird die Base Nummer 23 sein. Da bereite ich mich also auch schon seelisch und körperlich drauf vor. Trainiert habe ich allerdings nicht. Barfuß macht ja nun gar nichts. Aber ab und zu schafft er ja auch mal eine Base. Auch hier werde ich die mit einem klassischen Go-Hawk machen. Aber unter Umständen zeige ich das später. Das weiß ich noch nicht, ob ich von diesen Wochen-CKs was zeige, weil das ist dann doch sehr aufwendig, auch wenn es schon 25er sind, da vieles zu zeigen. Aber nichtsdestotrotz, wir steigen mal hier rein. Gucken wir mal, dass wir etwas finden, was uns zuspricht, auch von den Ressourcen her sieht dieser ja gar nicht mal schlecht aus. Ach, ich würde ja fast sagen, Mensch, den können wir machen, aber nein, wir gehen mal einen weiter. Wir wollen ja was haben, was auch sowas hat hier, nämlich, der ist ja wie geschaffen für uns. Das müsst ihr mir jetzt verzeihen, den muss ich einfach machen. Wie auch immer, ich gucke mal, dass wir da an die doch einzig verbleibende La jetzt kommen. So, ich glaube, da brauchen wir auch einfach nur so ein bisschen von dieser Seite hier rein. Gucken wir mal, dass wir hier irgendwas schaffen. Oh, ich bin hier schon nicht durch die Mauer gekommen. Das ist natürlich Kacke. Gucken wir mal, dass die Riesen das da wenigstens aufkriegen. Immer meine Queen mal eben rätschen. Oh nein, die Queen ist mir verreckt. Okay. Das ist natürlich scheiße. Aber egal. Was hatte ich denn eigentlich in der Clanbogenhund? Ja, mal gucken, ob die Truppen. Oh, 10 Bogies. Ey, voll scheiße. Naja, egal. So, die kriegen das aber noch scheinbar. Das sieht ja noch ganz gut aus. Allerdings ist hier unten eine Queen. Da ist eine Queen. Okay, das ist jetzt nicht ganz so glücklich gelaufen. Aber wir schicken hier einfach mal beide Hunde rüber und gucken mal, dass wir hier jetzt noch ein paar Trüppis jetzt einfach noch so rüberfliegen. Irgendwie, wie es geht. Schauen wir mal. So, die müssen wir jetzt aber schnellstens hier reinbekommen. Und dann war das ja mal ein richtig, ja,
Das ist ein Vorzeigeangriff, oder? Richtig krass. So, wir friesen mal das Rathaus. Oh nein! Dann machen wir da den Heil noch drauf aufs Rathaus und den Gift aufs Rathaus. Und wir kommen von hier mit unseren Clean-Up-Truppen. Richtig krasse Action hier. 36%. Hier geht was. Und ich würde sagen, dies ist bei Weitem einer meiner schlechtesten Angriffe gewesen. Aber er ist live. Er ist richtig scheiße gewesen. Und vielleicht war ich auch, wie viele im Moment von uns, viel zu hoch motiviert. Ich meine, ich habe hier, da oben hat er zwei Lars im Bau. Und hier unten nur eine La, die überhaupt aktiv ist. Ne, drei Lars hat er sogar im Bau. Und ich mache hier so eine Scheiße. Also das muss ich natürlich nochmal trainieren. Das ist mir jetzt egal. Ja, was soll ich dazu sagen? Macht nichts. Das üben wir einfach weiter. Ich habe jetzt auch einfach alles verbraten, damit alles weg ist. Dann kann ich ganz in Ruhe weiterfahren und kann vielleicht morgen nochmal ein bisschen üben. Vor allen Dingen den Queen Walk üben. Das Ragen war jetzt ein bisschen suboptimal. Und die Mauerbrech habe ich auch irgendwie scheiße gesetzt. Na, da muss ich nochmal gucken. Dann muss ich gleich nochmal fordern. Aber ich fahre mir jetzt erstmal weiter mit meinen Truppis. Morgen ist die nächste Luftabwehr ist morgen fertig in 22 Stunden. Das heißt, meine Def wird weiter hochgehen. Hier oben wird die nächste Air Defense gemacht. Und 7,5 wird sie kosten. Ich denke mal, das kriege ich in jedem Fall rein. Und dann habe ich auch den letzten Bob erstmal wieder weg. In 3 Tagen, 2 Stunden ist dann auch schon mein King wieder fertig. Das heißt, entweder mache ich den King weiter oder ich mache eine Defense, weil das Dunkle könnte ich dann natürlich... 7 Tage läuft das Labor noch. Da geht der King hoch. Ich muss auch mal gucken. Ich denke mal, ich werde dann aber erst 1 CK mal mitspielen mit King, weil ich mit meiner Queen folgerichtig noch üben muss. Und dann würde ich sagen, das war's von hier. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört, mein Gesicht mal wieder zu sehen. Und wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, gebt mir ein Abo und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge mit dem Toto, der immer noch versucht zu clashen. Ciao, ciao.